Bedingungen scheinen jetzt ganz trocken zu wechseln, wie wir erwarten. Den ganzen Tag Platzregen, jetzt sehr warm und trocknet ab. Also klar, ich fahre so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie möglich. Wir werden natürlich versuchen, mich nach vorne zu fahren, aber jetzt fahren alle Profis der Start. So jetzt sind ganz viele starke, gute Fahrer da mit starken Autos. So ich denke, normalerweise bleibt alles so ein bisschen, wo wir jetzt sind. Und dann, wenn die Amateure ins Auto gehen, dann wird viel ändern. So dann versuchen wir natürlich so langsam nach vorne zu kommen und keine Fehler zu machen. Ja, schon nach 30 Minuten hatten wir Probleme mit der Getriebe. Ich bin unter die ersten 20 gefahren und immer so langsam nach vorne gekommen. Das Auto war sehr gut, sehr stark und mussten wir leider das ganze Getriebe tauschen. Und ja, deswegen sind wir jetzt richtig weit weg. Das hat so über eine Stunde gedauert und haben wir mehr wie 30 Runden verloren. Mit 50, 60 km/h fahren. Man hatte richtig Aquaplaning, also es war wahnsinnig gefährlich. Ja, also ich hatte jetzt schon in der Dämmerung mit dem Regen, da wirkt das Licht noch nicht richtig, das man am Auto hat. Das ist wahnsinnig schwierig. Man muss einfach auf der Strecke bleiben, vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen, Hauptsache das Auto auf der Strecke halten und die Nacht überstehen.
waren gut dabei. Leider in der Nacht um 12 Uhr hatte ein Kollege von mir einen kleinen Auffahrunfall, hat uns die Front beschädigt und die ganze Seite. Und im Endeffekt seit 12 Uhr sind wir mit nicht mehr intakter Aerodynamik unterwegs. Und das wirkt sich natürlich extrem aufs Fahrverhalten aus. Wir haben Untersteuern überall in Highspeed-Kurven. Also es ist wirklich sehr schwer zu fahren. Hatten wir noch dasselbe Thema auf der linken Seite. Links ein Unfall mit einer gebrochenen Spurstange, haben wir nochmal 10 Runden verloren. Sind wieder zurückgefallen, obwohl wir uns wieder nach vorne gekämpft haben. Trotzdem weit runter im Auto. Und jetzt im Moment sind wir, glaube ich, auf Platz 23.